die Verteidigungsstellung. Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Halten Sie die Position an der Kathedrale. Für Deutschland! Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Verflucht! Sind Sie verrückt? Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Wir haben es geschafft! Sind wieder einsatzbereit! Schuss hat gesessen! Feuer erwidern! Bestätigt den Treffer!
Sie los! Ich arbeite dran! Schermenpanzer! Panzer nähern sich! Vergewissert euch, dass noch alles funktioniert. Das hier ist noch nicht vorbei. Die werden sicher nochmal angreifen. Alle Mann auf ihre Positionen! Beeilung, Kerl! Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen! Peter, wenn die so weitermachen, haben wir ein Problem! Treffer überleben wir nicht. Tun Sie, wofür Sie ausgebildet wurden.
uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Herrgott doch mal. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! War das nicht so? Just give up, damn it! I was a good soldier, one among many, firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms, in countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning, throttle set. Engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times. Burning with hope. It illuminates a path through this wreckage. A path to somewhere better.